Ja. Wir haben Montag, den 11.12.2017. Ja, es ist 2:19 Uhr. Und mein YouTube-Kanal Burner TV hat 962 Abonnenten und 159.000 Klicks, liebe Leute. Ja, ich mache dieses Video jetzt tatsächlich zum zweiten Mal, ja, weil ich gerade das erste Mal irgendwie nach einer Minute einfach, ich weiß nicht mehr, ich habe einfach aufgehört zu reden und ich weiß nicht, ich hatte einfach einen Blackout, das ging einfach gar nicht mehr. Ja. Ist okay, es passiert, ja, ich bin alt. In diesem Sinne, ja, das ist das Video zum Burner TV Bundesliga Tippspiel, Runde 16, ja, englische Woche, ja, aber es geht ganz schnell hier. Locker, flockig, zackig, mackig. Ja. Was sind so Worte? Wo kommen diese scheiß Wörter? Ja. Egal, ja. Jedenfalls, ja, es geht weiter hier, liebe Leute. Ich will aber eins vorweg sagen, ja. Letzte Woche, also letzte Woche, vor 2 Tagen, heute eigentlich auch noch, ja. Gestern, ey, Dortmund, ja, ich muss mal einfach sagen, dass du ein riesengroßer Spast bist, ja. So, ich meine, es ist klar, ja, es ist augenscheinlich, ja, dass du einfach nur noch gegen den Trainer spielst, ja. Ist mir auch scheißegal, kannst gegen wen du spielen, wie du willst, ja. Aber Kackmannschaft, ja, wegen dir, nur wegen dir, ja. Habt ihr gesehen, meinen schönen Tipico-Schein, ja, auf Leverkusen, auf Gladbach Schalke unentschieden und Hamburg Wolfsburg unentschieden, ja? Ist gekommen und wer hat verkackt? Dortmund zu Hause gegen Bremen, ja? Hättest du mal das jemand gesagt vor der Saison, er hätte dich doch ausgelacht, ja? Dass gerade Dortmund zu Hause gegen Bremen verkackt, aber nein, Dortmund muss ja so machen, Alter. Kackmannschaft, ja, 250 Euro verkackt wegen dir, ja? Nur so muss man einfach sagen, ja? Da tippt man schon mal 2 Unentschieden richtig so und das und dann so, ja? Böse, böse Dortmund, böse, ganz böse, ja. Kacke, Scheißdreck, ja. Ich hoffe, jetzt hast du endlich gekriegt, was du willst, ja. Deine Froschmaschine da weg, Waschmaschine Bosch, ja. Jetzt hast du einen neuen, ja. Jetzt hoffe ich, machst du endlich wieder normal, dass man auf dich tippen kann, du Versager, ja. Nichtsdestotrotz, liebe Leute, ja, wir haben hier Leute vom Bundesliga-Tippspiel, ja. Runde 16, ja. Für die Leute, die keine Ahnung haben, was es ist, ja. Ich erkläre euch mal ganz kurz hier die Regeln, ja. Oh, da fällt mir ein. Das vergesse ich immer, ja. Komm, machen wir doch ein bisschen Werbung für Tipico, wenn wir schon dabei sind. Ja, es geht ja hier um Fußball, ja. Ey, wenn ihr Tipico nicht kennt, ja, oder kennen wollt, oder kennt, oder was auch immer, ja, ist scheißegal. Unter Videos ein Link, meldet euch einfach an. Ja, fertig. Werbung kurz, ja. Hier unter den Videos ein Link, das heißt Tipico Bonus. Einfach draufklicken, checkt ab. Das ist eine gute Sache, die verarschen euch nicht, ja. Ihr könnt Geld gewinnen, ihr könnt Geld verlieren, scheiß drauf, aber meldet euch einfach an, ja, ist gut, jetzt fertig, ja. So, Werbung, go, geht schnell, ja. So, wir machen jetzt mal mit der Verbundesliga Tippspiele. Was ist das, denkt ihr euch jetzt, wenn ihr es erstmal einschaltet, ja? Wenn wir regelmäßig neue Mitspieler, das heißt ja, es müssen ja auch regelmäßig neue Leute gucken. Versteht ihr jetzt, warum ich das immer machen muss? Es ist richtig so kacke, ja, aber ich muss es halt machen, ja. Also, ich erkläre euch ganz schnell die Regeln, ja. Wir machen hier ein Tippspiel. Ich mache jede Woche so eine Sendung wie diese und dann tippt ihr einfach. Ja, ich sage euch jetzt gleich meine Tipps und ihr schreibt unter das Video eure Tipps, was ihr denkt, wie die neuen Spieler in der Bundesliga ausgehen, ja. Ganz einfach. Ihr tippt bis spätestens 1 Stunde vor Spielbeginn am Freitag, Samstag, Sonntag, unter der Woche jetzt natürlich Dienstag, Mittwoch. Verpasst ihr einen Spieltag, scheißegal, könnt ihr, also im Sinne von, ein Spieltag hat ja 3 Tage, wo gespielt werden oder 2 Tage. Ja, wenn ihr eins davon verpasst, könnt ihr auch immer weiter am nächsten Spieltag mitmachen. Ja, aber bitte, bitte bis 1 Stunde vor Spielbeginn, liebe Leute. Ja, ansonsten tippt ihr eure Tipps in einem Kommentar, schreibt ihr rein. Ja, der darf nicht geändert werden, verändert werden, irgendwas. Scheißegal, wenn ihr einen Fehler macht, löscht den Kommentar und schreibt ihn neu. Weil wenn er irgendwas dann bearbeitet wurde, steht bei mir einfach, ja, Kommentar wurde bearbeitet. Ich kann das nachträglich nicht überprüfen und denke mir so, hey, vielleicht haben die ja was hier geschummelt. Ja. Ergebnisse nachträglich korrigiert. Das machen wir natürlich nicht, das wollen wir nicht. Ich habe auch keine Lust, jedem da auf die Finger zu schauen. Wenn ich sehe, da steht bearbeitet, ciao, disqualifiziert für den Spieltag, war es das. Zippy, ja. So, in diesem Sinne, am Ende von dem Spieltag gucke ich mir an, was ihr getippt habt, ja, lache euch aus oder sage euer Respekt, Respekt, ja, mache ich so Punkte, verteile euch die Punkte, schreibt sie euch in einem Kommentar, ihr könnt sie sehen, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Jedenfalls nehme ich dann diese Punkte und aktualisiere die Tabelle, ja, es gibt eine Tabelle am Ende von jeder Folge, da steht der aktuelle Tabellenplatz, wie gut ihr seid, wie schlecht ihr seid, seid ihr gut, habt Loser, keine Ahnung, ja, und ja, da könnt ihr euch messen mit ganz Deutschland spielt ja mit. Wir haben ja Leute aus überall, ja, die alle einfach mitmachen, geile Sache. Ja, es geht um mehr als nur die Ehre, ja. Es geht darum, ganz Deutschland zu beweisen, wer ja der Fußballfachmann ist, wer ja der Tippkönig ist. Platz 1 gewinnt einen Preis, ja. Und zwar ein T-Shirt von Bubo Family, ja, für die, die keine Ahnung haben. Es ist überall hier Bubo Family, guckt einfach, ja. Ansonsten,
wird es auch einen Preis geben am Ende der Rückrunde. Ja, überlegen wir uns noch was. Ja, so, jetzt habe ich euch erzählt, es gibt Punkte. Was sind Punkte? Wie kommen diese Punkte zustande? Ganz einfach, durch die Ergebnisse, die ihr tippt. Ja? Und zwar gibt es 3 Punkte, wenn ihr exakt das richtige Ergebnis voraussagt. Zum Beispiel Wolfsburg-Leipzig, ihr sagt 1-3 für Leipzig. Das kommt, bam, kriegt ihr 3 Punkte. Ja? Tippt ihr ein 0-2 für Leipzig und das Spiel geht, 2-4 aus, ja, kriegt ihr 2 Punkte, weil die Tordifferenz und der Sieger exakt stimmen. Ja? Tippt ihr 0-1 für Leipzig und das Spiel geht 0-3 aus, gibt es immer noch einen Punkt, weil die Tendenz richtig war und ihr den richtigen Sieger bestimmt habt oder halt unentschieden, ja. Thema Unentschieden, tippt ihr halt ein richtiges Unentschieden, 2-2 und es kommt 2-2, kriegt ihr natürlich 3 Punkte. Tippt ihr auf ein 2-2 und ein Spiel geht 1-1 aus, dann kriegt ihr dennoch 2 Punkte, weil ein Unentschieden ist ein bisschen mehr wert bei uns, wie bei den großen Wettanbietern auch. Das heißt, für ein Unentschieden, wenn ihr es richtig tippt, also nicht exakt das richtige Ergebnis, aber so, er tippt unentschieden und es kommt unentschieden, nur nicht exakt so wie vorausgesagt, gibt es immer noch 2 Punkte, liebe Leute, ja. Die Leute, die am Ende vom Spieltag die meisten Punkte gesammelt haben, machen wir eine eigene Kategorie von Plätzen, das sind die Tippkönige, ja. Derjenige, der die meisten Punkte gesammelt hat, kriegt 3 Punkte extra, der Zweitplatzierte kriegt 2 Punkte, der Drittplatzierte kriegt 1 Punkt, so, fertig, das waren jetzt, also gibt es einen Bonus dazu, auf seine gesammelten Punkte dazu, ja. So, das waren die Regeln, jetzt fertig, ja, jetzt nicht so viel labern jetzt, wie gesagt, wenn ihr keine Ahnung habt, wie das geht, ja, dieses Video kommt raus, innerhalb der ersten halben Stunde sind schon die ersten Wetten, Tipps von den Mitspielern dabei, guckt einfach rein und dann versteht ihr schon. So, also, kommen wir zu den Spielen, ja, Dienstag, Wolfsburg-Leipzig. Ja, Leipzig wird jetzt dick gequält, die haben gar keine Pause, die sind komplett überfordert, die wissen gar nicht, was abgeht, ja, spielen die zu Hause gegen Mainz unentschieden, Mainz letzte Minute machen die Tor, da verkacken auch alles bei mir, scheiß Leipzig, ja, Wolfsburg zu Hause, ah, was soll ich sagen, ich sag einfach mal 2-2, Freiburg-Gladbach, 1-2, ne, sag ich 1-2? Ich sage, Freiburg hat jetzt 4 Tore gemacht. Ja, komm, 1-2. So, HSV, Eintracht, ja. 0-2. Sowas von. Das Eintracht gewinnt auf jeden Fall, gewinnt Eintracht, ja. Ich frage mich nur, ob 0-2 oder 0-7. Ja, ich sag mal 0-2. Mainz-Dortmund. Ja, jetzt neuer Trainer bei Dortmund. Die haben gegen den Alten gespielt, wie nichts anderes so. Das bekommt das Mainz leider zu spüren, ja. Also, es ist auch scheißegal, wer Trainer geworden ist, Dortmund. Ich hätte mich auch dahin setzen können auf die Trainerbank, ohne Witz. Ja. Würde ich natürlich nicht machen, weil ich bin ja im Amt als ehrenamtlicher 4. Offizieller bei Eintracht, ja. Aber Dortmund, da ist scheißegal, ohne Witz hättest du auch, Merkel auf die Trainerbank setzen können, ja. Die gewinnen auf jeden Fall jetzt gegen Mainz, ja, weil die spielen jetzt wieder normal, weil die wollten einen Trainer weghaben, ja. So richtig schäbig, wie das halt ist, aber ja, ist so. Deswegen sage ich einfach, kriegt er direkt die Abwehrprobleme in den Griff? Weiß ich nicht. Deswegen wird Mainz ein Tor machen zu Hause, aber Dortmund macht 1-3. Befreiungsschlag quasi. Hoffenheim-Stuttgart. Stuttgart auswärts wird nichts. Hoffenheim verkackt jetzt, deswegen werden die das Spiel machen 2-0. Bayern-Köln. Ja, Köln, ja, das tut mir leid, aber ja, ich sag mal ein schmeichelhaftes 3-0. Hertha-Hannover. Hertha zu Hause, ich sag 1-1. Schalke Augsburg 2-1. Leverkusen Bremen 3-2. Bam! Das sind meine Tipps, liebe Leute. Jetzt sage ich 3-2. Ach, scheiße, ich sag 3-2, Leverkusen, Bremen, scheiß drauf, komm, gib ihm, ja. Das waren meine Tipps, liebe Leute, jetzt seid ihr gefragt. Ich bin sehr gespannt, was ihr jetzt tippen werdet. Ja. Wie gesagt, das ist eine tolle Sache hier, das macht mir sehr viel Spaß. Ich orientiere auch ab und zu mal meine Tipico-Scheine an den guten Leuten hier, die Ahnung haben, ja. Er hat mir bis jetzt noch nicht viel gebracht, aber es war ja immer knapp, ja, nichtsdestotrotz. Ja, ich bin gespannt, ich gucke mir auch immer an, was ihr so tippt und so. Ja, was soll ich noch sagen, ja, ich trinke jetzt noch ein Schluck Cola hier. Und kann einfach nur sagen, dass man jetzt wieder meiner Meinung nach safe auf Dortmund tippen kann. Bayern sowieso. Gut, Hamburg, Eintracht sowieso auswärts. Pff. Der Rest, ja. Ach, keine Ahnung, ich bin gerade ein bisschen noch
Sieht man eigentlich hier? Ich habe so voll einen Kratzer hier. Ich habe mich selber beim Aufstehen gekratzt. Ich wollte mich so strecken. Einfach so mit meinem richtig geblutet vorne, wie so ein Spaß da. Ja. Aber okay, man muss auch was einstecken können. Man muss sich auch selber verletzen können. Ohne zu heulen. Ja, das passiert. Was soll ich sagen? Ja. Ja. Wollte ich schon irgendwas sagen? Nein, oder? Ich weiß nicht. Ich sag jetzt einfach mal Tschüss. Ja, das. Boah, das war's. Das wollte ich sagen. Ciao jetzt.